So, welcome to Miami. Wir sind angekommen, werden jetzt gleich mal ins Zimmer gehen. Wetter spielt noch nicht ganz so mit, aber es ist schon deutlich wärmer als an den anderen Standorten. Also kurze Hose ist machbar, T-Shirt ein bisschen windig noch, aber soll die nächsten Tage auf jeden Fall besser werden. Lass uns überraschen, aber zuerst gucken wir uns jetzt mal unser Zimmer an. Dann machen wir mal eine schnelle Roomtour, weil es ist ein echt cooles Apartment. Wir haben hier so eine Sitzecke, cool eingerichtet. Tisch haben sie uns schon gedeckt zum Essen. Richtig cool. Ja, hier ein paar Schränke und so weiter. Eine vollwertige Küche. Also richtig cool für die nächsten Tage. Vielleicht kochen wir doch mal. So, ja, Badezimmer. Auch alles da, was sein soll. Und ja gut, Schlafzimmer, ja, müssen wir uns ein Bett teilen. Aber ist dann halt so, mein Gott. So, wir gehen jetzt gerade mal durch die Anlage und suchen oder gucken, wie der Pool hier so ist. Wetter ist heute noch nicht so ganz dafür geeignet, aber die nächsten zwei Tage soll es echt warm werden. Deswegen jetzt schon mal gucken, wo wir da hin müssen. Oh, cool. Pool haben wir gefunden. Hier sind noch ein paar liegen. Und so, sollten wir uns auf jeden Fall abkühlen können. Also wir sind hier gerade noch mal ein paar Sachen einkaufen. Wir haben zweimal Tomatensauce und noch mal Wasser, ein paar Karotten, Ketchup, Nudeln, ein Baguette, das sogar knusprig ist und die paar Sachen. Ich bin mal gespannt, wie teuer das gleich wird. Ja, also mit dem Einkauf durch. Tatsächlich ging der Einkauf, wir hatten ein bisschen mehr gedacht. $25 haben wir jetzt bezahlt. Aber man muss einfach sagen, Lebensmittel sind hier teurer. Auch gerade so gesunde Sachen. Also wir haben auf Krampf irgendwie Gemüse gesucht, wo eine Gurke nicht gleich $3 kostet und so weiter oder 4 sogar. Ja, deswegen haben wir jetzt so irgendwie Babykarotten in der Packung genommen. Das war noch mit die günstigste Alternative. Naja, und wir freuen uns am meisten über das Baguette, weil das so ein bisschen Crunch hat. Das ist eine Kruste, so eine kleine, dünne zumindest. Das kann man hier vergeblich suchen. Irgendwie anständiges Brot oder so. Deswegen darüber sind wir, glaube ich, am glücklichsten gerade. So, also wir haben heute Pool Day da hinten. Hier sind gerade 26 Grad, aber dann eben auch erstmal so eine riesen Echse gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man die erkennen kann. Da. Sie kam einfach mal durch den Zaun durch und chillt da jetzt. So, wir sind jetzt vom Pool los, haben uns nochmal frisch gemacht und gehen jetzt nochmal hier so eine Runde spazieren. Und ich würde sagen, es gibt schlechtere Orte zum Spazieren gehen als Miami Beach. Also ist schon echt, ja, richtig cool. Und wenn man sich das Wetter mal anguckt, keine Wolken mehr oder nur noch ein ganz paar Schäfchenwolken. Und es war aber angesagt, dass es komplett bewölkt heute sein soll. Und ja, wir sind gerade mega happy bei dem Wetter hier in kurzen Klamotten. Ja, ein bisschen durch die Straßen hier zu ziehen. Also ist richtig cool. So, und jetzt geht's erstmal nochmal zum Strand. Ja, ist schon echt cool hier. Könnte man auch überlegen, länger zu bleiben, wenn es nicht so teuer wäre. Wie cool ist bitte das, ey? Da hätte ich auch so Bock drauf. Ja, volles Rohr. Das Meer und direkt daneben ist so richtig entspannter Weg. Also wer joggen will, kann das auch machen. Wir sind jetzt erstmal raus. Wir holen Sport nach, wenn wir zurück sind. Wir haben leider unsere Sportsachen vergessen. So ein Ärger. Aber ist schon eine coole Atmosphäre hier. Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist bei uns Beach Day angesagt. Sieht zwar vom Wetter nicht so aus, aber hier sind 24 Grad, das Wasser ist super angenehm und ja, es gibt schlimmere Orte als hier gerade oben zu hängen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wie gesagt, ist sehr bewölkt, sieht auch sehr dunkel aus, soll nachher auch wohl regnen, aber aktuell sind halt 24 Grad. Es ist super angenehm. Super cooler Strand und ja, ist einfach ein Traum. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Downtown und fahren hier über die Brücke. Mega geil, Sonne geht so langsam unter, Stadt im Hintergrund. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen an den Anblick. So, wir sind jetzt in Downtown angekommen. Kleiner Tipp, nehmt nicht gleich den ersten Parkplatz, den ihr findet. Da wollten die nämlich $50 haben. Wir haben jetzt einen Parkhaus gefunden, $10 für die ersten 4 Stunden und danach $15, wenn man den ganzen Tag stehen würde. Also verhältnismäßig super günstig.
Ja, Sonne geht hier gerade so ein bisschen unter. Und ja, jetzt rennen wir noch mal ein bisschen hier durch die Innenstadt. Miami waren wir noch gar nicht, waren bisher nur Miami Beach. Deswegen wird man Zeit wieder für ein bisschen Zeit ziehen hier. Ja, da hinten wird erstmal das Feuerwerk abgefackelt vom Boot raus. Zeigen, was vor hier macht, der trocknet seine Socken. Das wird mir gerade super clever. Ja, das ist. Oha! So, wir sind jetzt bei den Everglades angekommen, beziehungsweise als wir in den Nationalpark rein wollten, mussten wir umdrehen, weil einfach viel zu viel los ist. Parkplätze alle voll. So, jetzt sind wir hier am Rand irgendwie bei so einer Airboat-Tour. Mal gucken, wir sind gerade erst angekommen. Verschaffen wir uns jetzt hier mal einen Überblick, was die wirklich hier so anbieten. So, für Kurzentschlossene, ich denke mal da hinten, ja, Tickets gekauft, die Airboats stehen hier. Da sind schon ein paar. Und ja, jetzt geht's darauf. Also hoffentlich. For up to 2 hours, they can be down there. There's lots of turtles, fish, snakes are in the water too. There's a turtle right there on the right side of the boat underneath the lily pads. There's another one on the left. You guys look to the left at the base of the... There's another bone. Hey, just give up the whole bits and pieces. Stretching. Go. All reptiles are cold blooded. Have to sit in the sun to get warm. They need to be at least 84 degrees Fahrenheit to digest food. These guys, all those bones. To 18 feet, 6 meters, ears, top of the head. They can be almost totally underwater hiding. Still smell, see, hear, everything. Again, the power of the stone. The minute
touch. So the key is, alligator chasing you, just don't touch the inside of his mouth. But of all the animals that make their homes. So, einmal ganz kurzes Fazit. War mega gut. Ich hoffe, es kommt irgendwie auf den Videos rüber. Aber es war schon echt cool, da echte Alligatoren zu sehen. Denn mit dem Boot, also ja. Also wir haben jetzt $80 für beide bezahlt. War es allemal wert. Also wenn ihr hier seid, auch das klare Empfehlung macht es. So, Flo wollte nochmal shoppen gehen. Also sind wir nochmal jetzt in die Dolphin Mall gefahren. Und gucken uns das hier mal an. Auf jeden Fall Riesengelände. So, also Dolphin Mall kann man sich angucken. Die haben auch so die gängigen Marken und auch die Preise sind okay. Wir haben jetzt tatsächlich gar nichts geholt. Wir hatten aber Hunger, war relativ teuer da. Und wir sind jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob man es da hinten noch sehen kann, zu IKEA gefahren, das war direkt daneben. Und wollen jetzt mal gucken, ob es hier auch die Hotdogs gibt. Ich werde berichten. Also wir sind hier jetzt in der Foodabteilung und tatsächlich gibt es hier auch Hotdogs. Und 75 Pence nur. Richtig günstig, also davon werden wir uns jetzt mal ein paar reinhauen. Also so sehen die denn aus, hier gibt es nur Ketchup und Senf, aber ist vollkommen okay. Wir haben jetzt mal ein paar mehr geholt, ja, jetzt wird probiert. Also für den schnellen Hunger zwischendurch auf jeden Fall zu empfehlen, preislich, schmeckt anders als bei uns ein bisschen, aber also wie gesagt, wir haben ja die Preise hier beim Essen kennengelernt und irgendwann nach so einer langen Zeit muss man dann doch mal auf den einen oder anderen Euro oder Dollar gucken und das ist auch mal eine ganz gute Alternative. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier anzuhalten. So, einen wunderschönen guten Morgen. Der letzte Tag bricht gerade an. Wir wollen heute nochmal Richtung Key West runter. Mal gucken, ob wir es schaffen. Laut Navi irgendwie 5 Stunden eine Tour. Also 10 hin und zurück, ohne Pause, ohne alles. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, ein paar Tipps habe ich noch für euch. Und zwar, was Miami Beach und so angeht. Also wir sind ja direkt Miami Beach. Wir waren jetzt auch schon mal in Miami. Und wir würden für uns entscheiden, das nächste Mal gehen wir eher nach Miami rein. Das mehr Leben und Miami Beach kann man ja immer mal schnell rüberfahren, wenn man an den Strand will und bei uns war das Wetter jetzt auch nicht durchgängig super, dass wir jeden Tag hätten an den Strand gehen können, so deswegen wäre unsere Empfehlung eher Miami, sich das nächste Mal ein Hotel zu nehmen und dann mal einen Tag oder 2 Tage mal rüber nach Miami Beach zu fahren. Außerdem ist es zentraler, wenn man irgendwo hin will, Ausflüge machen will, so brauchen wir schon fast immer eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, ob man diese Toll Road, also diese Mautstraße nutzt oder nicht. Ja, also von da aus, ich glaube, Miami ist ein bisschen zentraler gelegen, besser gelegen und so weiter. Ansonsten für Miami Beach, wir haben ja versucht, oder mal geguckt, was abends so los ist. Relativ wenig bisher immer, also nicht zu vergleichen mit Orlando, Austin, New Orleans und so weiter. Aber wir haben so ein paar Tipps von Insidern bekommen, oder von Locals hier bekommen. Und zwar einmal Ted's Hideaway. Ist eine kleine süße Kneipe, ganz am Ende der Straße hier in South Beach. Aber coole Leute, war echt witzig. Lost Weekend ist so eine Sportlerbar, die ist relativ zentral gelegen, kann man auch, haben auch gute Preise im Verhältnis, also für ein Pitcher Bier bezahlt man da $15, super günstig und Sweet Liberty war eigentlich eine ganz coole Bar, nur da war nichts los. Also so rein von der Optik sah die richtig gut aus, aber leider nichts los. Ja, so, wir werden jetzt aber zusammenpacken und erstmal Richtung Key West aufbrechen und dann mal gucken, wie weit wir heute kommen. So, nach gefühlt 2 Stunden sind wir endlich bei den Keys angekommen. Ist schon ganz cool, bis Key West sind es aber auch noch mal 170 Kilometer, also es zieht sich verdammt lang. Stunden Fahrt sind wir jetzt endlich angekommen in Key West. Macht erstmal ganz netten Eindruck, das Örtchen, Stadt, was auch immer. Aber ein Tipp von mir, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich glaube, es ist klüger, hier denn eine Nacht zu bleiben und dann zurückzufahren. Also wir müssen noch zurück wieder. Sportlich auf jeden Fall. Aber gut, was man nicht alles macht, so am letzten Tag noch. Ne? So, wir sind jetzt hier am südlichsten Punkt. Da ist so eine Boje. Und natürlich stehen hier Massen an. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns gleich hier irgendwie von der Stufe ein Foto machen können. Mit uns so ein bisschen drauf. Ja, aber natürlich stehen hier alle. Richtig coole Häuser stehen hier. Und wenn man überlegt, dahinter ist das offene Meer. Also Lage ist schon nicht verkehrt hier.
So, wir waren jetzt gerade noch an so einem Markerpunkt, End of the Road, obwohl wir haben ja den Beginn der Road fotografiert. Ich versuche mal ein Foto mit reinzuschneiden. Ja, ist schon cool. Also da fängt quasi die erste Straße an in den USA. So haben wir es jetzt verstanden. Und oder endet auch, je nachdem von welcher Seite man kommt. Aber ist schon witzig. So, unsere Problematik ist jetzt, wir müssen langsam uns auf den Rückweg machen. Das heißt, wir gehen schon wieder zum Auto und ja, fahren dann gute, hoffentlich vielleicht nicht ganz 5 Stunden wieder zurück. Also überall laufen hier die Hähne frei rum. Das ist richtig krass. So. So, da ist unser Parkplatz und jetzt geht's zurück. Hier gerade an Packungswaren, Verpackungs-, Einpackungswaren. Ja, dass wir alles wieder irgendwie in die Koffer kriegen, aber sollte eigentlich irgendwie passen. Wir haben ja auch das meiste mit herbekommen. So, der letzte Morgen, der letzte Vormittag. Wir haben gerade unsere Sachen schon mal ins Auto gebracht, ausgecheckt. Gehen jetzt noch mal Miami Beach noch einmal hoch runter, noch mal ein bisschen gucken. Und dann, ja, so in 3 Stunden müssen wir das Auto abgeben und in 7 Stunden oder so geht der Flug, also ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen ganz entspannt noch mal die letzten 1-2 Stunden genießen hier. So, wir gehen noch mal den Ocean Drive lang. Gut, tagsüber ist hier nicht ganz so viel los, aber direkt halt am Meer und ja, so als Abschluss noch mal ganz entspannt. Wir stehen jetzt hier noch am Miami Beach Zeichen. Ja. Natürlich stehen ja auch wieder ein paar an, aber es geht. Also es ging relativ schnell. Ja. Ja, und jetzt werden wir langsam mal zurück zum Auto, Auto abgeben und ja, dann war es das. So, noch mein letzter Blick, Miami Beach. Und wir nehmen uns jetzt noch mal unseren persönlichen Miami Beach mit. Wir haben da noch ein paar Tüten. Und ja, für zu Hause ein schönes Andenken, glaube ich, ist das ganz cool. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen, Auto abgegeben. Chillen jetzt noch ein bisschen hier draußen, genießen die letzten Sonnenstrahlen, bevor es ins kalte Deutschland zurückgeht. Ja, also wir haben auf der gesamten Tour 3815 Meilen abgerissen. Das entspricht ungefähr 6139 paar Takte Kilometer. Also richtig eine ordentliche Strecke, war aber jeden Kilometer, jede Meile wert. Ja, sonst kurzes Fazit, einfach nur geil. Also so ein Roadtrip kann ich jedem nur empfehlen. Man sieht so viele Sachen. Man lernt so viele Menschen kennen und ja, wahrscheinlich gibt es an jedem Ort immer irgendwas, was man noch zusätzlich hätte sehen können, aber dafür ist man nächsten Tag woanders und sieht da wieder ganz viel. Also eigentlich kann man auf so einem Trip nichts falsch machen. Zwischendurch habe ich ja mal so ein paar Hinweise gegeben, wo man vielleicht noch drauf achten könnte oder wie man sich das Leben leichter machen kann. Wenn noch Fragen offen sein sollten, gerne unter das Video schreiben. Ansonsten ja, schaut euch gerne auch die letzten Videos an, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und ich hoffe irgendwann, das heißt irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft nochmal so einen Trip machen zu können. Aber nichtsdestotrotz kommt noch ein großes spannendes Projekt in nächster Zeit. Also da könnt ihr auch nochmal gespannt sein. Und ja, ansonsten würde ich mich jetzt hier aus Miami verabschieden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.